What's poppin'? Boys and Girls, wie ihr schon erkennen könnt, geht es heute um Schmuck. Auf Instagram wurde ich gefragt, Jaco, woher hast du deinen neuen Schmuckhalter? Der sieht so cool aus. Und das Witzige an der Sache ist, ich habe ihn selbst gemacht und habe sogar gefilmt, wie ich ihn gebastelt habe, bevor ihr danach gefragt habt. Und deswegen zeige ich euch heute, wie ich meinen Schmuckhalter gebastelt habe. Alles, was ihr dafür benötigt, ist ein Geweih aus Holz. Bitte kauft kein echtes. Ich verlinke euch eins unten von Amazon, was ganz einfach an die Wand anzubringen ist. Dann braucht ihr künstliche Blumen in der Farbe, in der ihr sie gerne haben möchtet. Und eine Schere und ein am besten Garn, das nicht so schnell reißt. Im Grunde genommen ist das Ganze total easy. Ihr nehmt euch eine Blume und knotet einen Bindfaden sehr, sehr nah oben am Kopf fest und dann bindet ihr es einfach an die Stelle fest, an der ihr es am Geweih haben möchtet und knotet hinten richtig gut fest, damit die Blume auch richtig fest sitzt. Das macht ihr auch mit der nächsten Blume und mit der übernächsten und so weiter, bis ihr so viele Blumen an eurem Geweih habt, wie ihr gerne haben möchtet. Am Ende sollte das Ganze dann so aussehen, wenn ihr so viele Blumen nehmt wie ich. Und so sieht mein fertiges Geweih aus. Jetzt braucht ihr nur noch eine Stelle an der Wand, wo ihr es gerne hinhaben möchtet und müsst das Ganze halt befestigen, schrauben oder nageln. Es ist hinten an dem Geweih, was ich euch hier unten zumindest verlinkt habe, schon eine Befestigung, sodass ihr nur noch zwei Schrauben oder zwei Nägel in der Wand bräuchtet, wo ihr das Ganze dranhängen könnt. Ja, und dann ist das Ganze auch schon fertig und ihr könnt euren Schmuck da drauf machen. Schreibt mir bitte mal in die Kommentare, wie ihr diese Art von Videos findet. Das ist ja schon nicht so typisch für meinen Kanal. Kann mich auch nur verbessern und zu lange Voice-Overs machen, um Menschen zu langweilen, die mit ihrer Zeit bessere Dinge anfangen könnten. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ihr seid süß, ihr seid klein. Klein, aber sehr, sehr großartig. Deswegen überlasse ich euch dem Leben jetzt. Und der Wahrheit. Tschüss. Ihr seid süß. Ciao. Ciao. Nein, jetzt. Okay, jetzt wirklich. Tschüss.